Hallo Leute, ich bin heute mal ein bisschen draußen unterwegs. Das liegt einfach daran, dass das Video eigentlich eher ungeplant ist. Ich bin aber gestern mit dem Benchmade 87 fertig geworden, also nicht mit dem hier, das hier ist schon etwas älter, sondern mit dem hier. Das hier ist jetzt die neue Auflage von meinem alten Benchmade 87. Die Hülle ist übrigens auch selber gemacht, das hier kann ich erstmal wegräumen. So. Okay, also die Fakten, das hier ist jetzt mehr an der Größe des Original Benchmade 87 orientiert worden. Also es ist jetzt so um die 26 cm lang ohne Latch. Und ja, okay, nee, hier geht's nicht weiter. Drehen einfach rum. Ja, das Teil besteht zu 100% aus Buchenholz, also auch hier die Nieten und so. Im Gegensatz zu dem hier, das hier besteht nämlich nur aus Pappelholz. Das ist hier ganz weiches, leichtes Holz, deswegen bin ich da jetzt erstmal umgestiegen auf Buche. Ich möchte demnächst mal auch auf Kirsche noch umsteigen, also halt wirklich richtig stabiles Holz. Und ja, so sehen die jetzt aus. Ihr seht, das hier ist größer, so ein bisschen, und es ist auch schlanker als das hier. Insgesamt ist das hier 18 cm dick und das hier ist nur 12 cm dick. Hier habe ich nämlich 6 mm Holz verwendet, weil sonst wäre es halt einfach sehr schnell gebrochen und das ist nicht so schön. Hier habe ich dann halt, weil es halt auch massiveres Holz ist, dünnere Platten genommen und habe halt auch ein bisschen mehr auf die Verarbeitung geachtet. Also das hier hat zum Beispiel jetzt einen Monat gedauert, bis es komplett fertig war, bis ich komplett damit zufrieden war, wie es jetzt ist. Und das hier, das hatte ich einfach mal so in einer Woche gebaut. Ja, also man sieht halt auch schon deutliche Unterschiede in der Verarbeitung und auch in der Größe und Optik. Also generell sieht man hier sehr viel, was ich an diesem besser gemacht habe als an den hier. Was mir noch spontan gerade eingefallen ist, das hier ist natürlich halt auch jetzt schwerer als das alte Benchmade 87, weil es halt auch anderes Holz ist und weil es größer ist. Dadurch kann man dann halt auch ein bisschen besser flippen damit. Man kann zum Beispiel hier Fast Aerials machen. Ja, fast, also fast, man kann damit auf jeden Fall mehr Tricks machen als mit dem anderen. Das hier ist halt wirklich viel zu leicht und halt die Handles sind auch viel zu dick dafür, wie man sieht. Das ist bei dem hier jetzt nicht mehr der Fall und dadurch kann man dann halt auch so Fennings machen oder fast einen Choker-Fan. Ja, und das wäre es jetzt nochmal kurz zu dem Video gewesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.